Liebe Whisky-Freunde, hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ein Interview, was als zusätzlicher Inhalt gedacht ist, zum Whisky-Buch The Whisky Secrets, Geschichten, die der deutsche Whisky schreibt. Und zu Gast ist bei mir heute der Hans Kemenater, von der Schlürs Distillerie. Er ist Geschäftsführer und Master Distiller und so gesehen, ja, der Kopf der Distillerie. Und er hat auch einen Beitrag in dem Buch geschrieben, nämlich Deutscher Whisky in der Barszene. Sicherlich ein sehr, sehr spannender Beitrag. Wenn du den schon gelesen hast, wirst du jetzt vielleicht auch aus dem Beitrag heraus genau in diesem Video gelandet sein. Wenn nicht, dann kann ich dir nur empfehlen, liest dir das gerne mal durch. Sicherlich ein sehr, sehr spannender Inhalt. Aber erstmal herzlich willkommen an der Stelle, Hans. Hallo. Christoph, grüß dich. Ja, schön, dass du heute da bist. Wir würden ja jetzt ein kurzes Interview machen, rund um deinen Beitrag und natürlich auch rund um das ganze Thema Whisky generell, aber auch Whisky in der Cocktail- und Barszene, was ja so für den Whisky-Puristen vielleicht auch ein durchaus neues oder kontroverses Thema ist. Mich interessiert es auf jeden Fall sehr. Aber bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, vielleicht magst du dich noch mal kurz den Zusehenden und Zuhörenden vorstellen. Wer bist du? Wie lange hast du schon mit Whisky zu tun? Wie bist du zu Schlürs gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Genau, ja, danke Christoph für die Einladung zu dem Interview. Gerne stelle ich mich kurz vor, was du schon super gemacht hast. Bin schon bei der Schliers ewig dabei, seit 1999, seit Anfang an, seitdem, dass wir Whisky destillieren. Wir haben nicht bei der Schliers angefangen, Whisky zu destillieren, sondern bei Landnahme, der Obstbrennerei. Da war Schliers am Anfang nur ein Markenname. War eine Idee damals von Florian Stettner, der einfach gesagt hat: Neben Obstbrenner, lass uns Whisky machen. Und das war am Anfang, wie jetzt Whisky, Getreide ist ja doch was anderes wie Obst. Da hat man sich da im Endeffekt ja, reingearbeitet, mit einer Brauerei zusammengearbeitet, hat da 7, 8 Fässer am Anfang gemacht. Und das hat dann so einen großen Erfolg gehabt, dass man wirklich dann 2, 3, 2, 4 immer mehr die Ideen uns gereift, diese eigene Whisky-Destillerie zu bauen. Das dann wirklich 2, 6 in der Planung war und 2, 7 eröffnet wurde. Weil da so ein Rand da war, wir haben in der Obstbrennerei 24 Stunden rund um die Uhr mehr oder weniger gearbeitet, haben Schichten gefahren, dass wir die Menge an Whisky erzeugen können. Und wie wahrscheinlich jeder Zuschauer weiß, Whisky kann man nicht heute produzieren und hat es morgen auf dem Markt. Der muss mindestens 3 Jahre im Fass reifen. Also es war ein sehr, sehr langer Weg. Wir sind immer noch am Aufbauen, immer noch am mehr produzieren, wie wir verkaufen, um eben auch 12-Jährigen, 18-Jährigen und so weiter rauszubringen. Zu mir persönlich, ja, ich habe dann die Brennerei Schliers übernommen. Irgendwann dann vom Brennmeister zum Geschäftsführer worden und bin damit sehr glücklich bei der Schliers. Also verbringe jetzt schon 23 Jahre in der Firma. Ja, vielen Dank. Das ist auch immer eine lange Zeit. Wäre schon ein gut gealterter Whisky, kann man sagen. Und damit natürlich auch viel Erfahrung, was das ganze Thema Whisky und Destillation angeht. Du sagtest ja auch, ihr kommt ursprünglich mal so aus dem Obstbrandbereich. Und dein Beitrag, Whisky in der Cocktail- und Barszene, da beschreibst du ja auch, dass ein guter Whisky immer mehr auch eine Alternative zu einem Obstbrand sein kann, den man vielleicht nach so einem Essen mal zu sich nimmt. Wie würdest du denn den klassischen Obstbrandtrinker von einem Whisky überzeugen? Was sind eigentlich die Argumente für Whisky und speziell natürlich für deutschen Whisky? Ja, also das ist eigentlich wirklich, hat sich in der Praxis so gezeigt, der Obstbrandtrinker ist ja auch sehr qualitätsorientiert. Also früher war so ein klassischer Bauernobstler, kalt, zack und weg. Die Zeiten haben sich ja ganz klar geändert. Der gibt mittlerweile sehr viel Geld dafür aus, ist immer auf der Suche nach was Spannendem, Neuen, an Genuss. Obstbrand ist ja auch sehr vielfältig. Da gibt es Williamsquitte, was auch immer an Obstsorten. Und da war der Weg zum Whisky eigentlich nicht so weit. Der war praktisch bei uns gewohnt, guten Obstbrand zu bekommen und hat dann auch Whisky probiere ich mal, habe ich schon ewig lang nicht mehr getrunken. Ja, das letzte Mal wahrscheinlich gewichst mit Cola oder wie auch immer, mit 18 Jahren, mit 19 Jahren. Kann man gar nicht vorstellen, dass man Whisky schmeckt und dadurch, dass wir am Anfang einen sehr leichten, zugänglichen Whisky hergestellt haben, war da eigentlich ja die Türe für den Trinker offen, das Ganze zu genießen. Also das war, der Weg war nicht so weit. Also der Obstbrandtrinker ist auch, es gibt glaube ich auch nicht den klassischen Obstbrandtrinker, der will einfach nach dem Essen, nach einem guten Essen, nach einem genussvollen Essen einfach nur
als Abschluss des Essens oder vorm Essen was Gutes genießen. Das gehört dazu wie ein guter Espresso, wie auch immer. Und da muss es, glaube ich, nicht zwingend. Das kommt mittlerweile rum oder als vorm Essen mittlerweile. Ja, Gin Tonic ist ja auch sehr angesagt, sage ich jetzt immer. Also ich glaube, da hat sich die Bandbreite sehr, sehr verändert. Ja, das glaube ich, ne? Und die Qualität ist dann etwas, was da einfach, ja, das eine mit dem anderen, also da kann man dann sehr schnell auch switchen, ne? Wenn man eine Genau. gute Qualität hat. Jetzt ist es ja so, du sagst, auch in der Bar- und Cocktailszene wird immer mehr deutscher Whisky auch wahrgenommen, auch angeboten, auch in Mixgetränken. Jetzt ist es ja einerseits so, dass die deutschen Brenner ja auch für sich den Anspruch haben, wir machen sehr, sehr gute Qualität, sehr, sehr hochwertige Premium-Produkte, was sich ja auch immer wieder im Preis in den vergangenen Jahren durchaus widergespiegelt hat, dass ein vergleichbarer deutscher Whisky eben schon mal noch eine Ecke teurer war als vielleicht ein Produkt aus Schottland oder den USA. Auf der anderen Seite hat man dann ja ein Mischgetränk, ne, sei es jetzt ein Cocktail oder auch, ich sag mal, die einfacheren Mischgetränke wie Whisky Cola. Wie kriegt man denn jetzt, sag ich mal, beim deutschen Whisky die Kurve oder das Thema zusammen hochwertiges, vielleicht auch teures Produkt mit einem Mischgetränk, wo man ja tendenziell auch eben schauen muss, wie kann man das preislich so vermarkten, dass dann das Mixgetränk nicht 25 Euro kostet, ne? Genau, also der Spagat ist, wie von dir schon angesprochen, wirklich schwierig zu gehen, weil ich bin immer der Meinung, wenn man ein hochwertiges Produkt hat, ist Purgenuss natürlich der eine Weg, aber auf der anderen Seite, wenn man das wirklich mit der, ja, das Barkeepertum hat, ja, das ist ja auch eine brutale Kunst im Endeffekt, wenn man das gut vereinigt und gut macht. Mit guten Zutaten, mit guten Rohstoffen. Eben der Barkeeper hat ja auch ein brutales Wissen über Geschmack, über Food Pairing, sage ich jetzt mal, was passt zu was. Und da ist das eine super Ergänzung. Also da ist Whisky oder deutscher Whisky mit Sicherheit ein Thema. Preislich muss es das natürlich wert sein. Regionalität kommt natürlich da ein bisschen ins Spiel. Dass man sagen kann, ja, man hat hier ein regionales Produkt, das man mitverwendet als Alternative. Und wenn es dann 2, 3 Euro mehr oder so kostet wie ein normaler Standardcocktail, dann ist das in einer guten Bar durchaus ein gangbarer Weg. Also ich sage jetzt aber klassischer Mixgetränk, Whisky und Cola, da einen hochwertigen Whisky hernehmen, weiß ich nicht, findet sie eher vergeudet, die ganze Geschichte. Aber wenn das eben wirklich hochwertige Zutaten sind, wenn der Barkeeper dort ist mit Leidenschaft, mit einem brutalen Know-how, was er ja sich auch angeeignet hat über die Jahre, wirklich zu einem tollen, ausgewogenen Drink macht, dann ist das für mich eine legitime Sache. Wie ist denn die Wahrnehmung der Barkeeper? Also gibt es da Erfahrungswerte? Wie nehmen die das auf, wenn ihr jetzt immer mehr mit dem deutschen Whisky in den Markt drängt, auch mit lokalen Produkten, mit lokalen Zutaten? Sind also die da erfreut und sagen, darauf habe ich nur so gewartet oder sind da gewisse Vorbehalte vorhanden? Mal so, mal so. Also beides. Also muss ich echt sagen, klar, in der klassischen urbanen Bar an der Hotelrezeption wird es jetzt eher so sein, dass da Vorbehalte da sind, aber bei dem, der sehr kreativ ist, der wirklich auch seine Sachen selber macht, die Kräuter da oft noch selber extrahiert, Ansätze selber macht, der will wissen, wo kommt das Produkt her, wie wird das gemacht, wer steht dahinter. Und das ist ja doch bei großen Marken oft so eine, ja, undurchsichtige Sache. Natürlich hat jeder seine Story, aber wer weiß es dann schon genau? Ich glaube, bei uns sind die Mitgliedsunternehmen, die kann man alle anschauen, da weiß man, wer dahinter steckt. Weiß man auch, wo das Getreide gewachsen ist. Also, wer da drauf Wert legt, da hat man natürlich offene Türen. Wer natürlich mit einem riesen Purenring-Vertrag ausgestattet ist, der wird sich da schwerer identifizieren können, sage ich jetzt immer. Ja, spannend. Wie ist es denn bei, sag ich mal, den Benutzern oder den Endverbrauchern? Wie können die sich denn, angenommen, die wollen jetzt privaten Cocktail mischen, wie können die einen guten deutschen Whisky oder einen guten deutschen Whisky auch geeignet für einen Cocktail identifizieren? Gibt es da Merkmale, wo du sagst, an denen würde ich das festmachen, dass ein Whisky gut auch für ein Mischgetränk geeignet ist?
Das ist wirklich, das ist ja das Schöne bei uns, das ist wirklich viel Geschmackssache. Ich zum Beispiel hätte mir nie vorstellen können, dass man mit einem rauchigen Whisky einen guten Cocktail machen kann. Klappt aber, also bin ich vom Barkeeper eines Besseren überzeugt worden. Hätte man nie vorstellen können, darum glaube ich, also da fehlt mir auch das Know-how vom Mischen her, vom Barwissen her, um das beurteilen zu können, weil ich kann dann am Schluss nur als Konsument sagen, oh, das schmeckt mir nicht. Aber ich würde sagen, also wenn man zu Hause was mixen will, ist es mit Sicherheit, oder wenn man sich Rezepte holt, sollte man darauf achten, dass das alles verfügbar ist, also dass das jetzt keine Zutaten in dem Cocktail sind, die irgendwie, ja, es gibt ja doch Mixgetränke oder Cocktails, die sehr, sehr aufwendig sind. Genau, da sollte man wirklich auf so Klassiker zugreifen, wie vielleicht Horse's Neck oder ein Boulevardier, wo, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger haushaltsübliche Spirituosen oder Zutaten verwendet werden. Das ist, glaube ich, für zu Hause das Entscheidende. Okay, ja, jetzt ist es ja so, dass das gerade auch ein Cocktailabend in der Bar oder ein Tasting bei einer Distillerie oder so, dass da ja so ein, auch so ein Eventcharakter drumherum entsteht. Bei euch bei Schliers habt ihr ja auch sehr viele Möglichkeiten, Whisky ja zu erleben. Was würdest du sagen, wie wichtig ist dieses ganze Thema Erlebnis rund um das Tasting und Erlebnis rund um die Wahrnehmung dieses Getränks? Macht das einen Unterschied? Ja, also das ist schon immer wieder so eine ganz wichtige Sache, weil gute Whisky stellen ja sehr viele her. Und muss ich jetzt echt sagen, und da muss man mittlerweile eine authentische Geschichte, die ja stimmt, haben. Die Leute wollen auch, wenn sie vorbeikommen, früher hat man immer gesagt, im Marketing vielleicht, ja, die Geschichte zu erzählen, das reicht. Nein, das reicht nicht mehr. Die wollen die Geschichte auch erleben. Die wollen da vorbeikommen. Also die wollen sich das anschauen. Die wollen sehen, ist das wirklich so, was sie da schreiben? Ist das Getreide vor der Haustür gewachsen? Kommt das Wasser wirklich aus dem Gebirge oder wie auch immer, was man halt jeweils für eine Geschichte zu erzählen hat. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, weil die Lebensmittelindustrie ist ja mittlerweile so, ja, so undurchsichtig. Und ich glaube, diese vielen regionalen kleinen Produzenten, egal ob jetzt das im Whisky-Bereich ist, das sieht man in vielen anderen Bereichen, machen das Ganze wieder transparenter und erlebbarer für die Leute. Ja, das glaube ich auch, dass mit den ganzen neuen Möglichkeiten, die entstehen, ne, sei es nur jetzt digitale Events zu veranstalten, aber auch andere technische Innovationen, dass man da sicherlich ein schönes Gesamterlebnis auch rund um Whisky, rund um Mixgetränke schaffen kann, was diese Spirituose dann ja auch nochmal ein bisschen besonderer macht oder was ja auch der Grund eigentlich ist für das Buch, ne? Also das, was wir jetzt gerade machen, ne? Dass es so viele Erlebnisse, so viele Geschichten rund um das Thema zu erzählen gibt, wie vielleicht bei keiner anderen Spirituose, aber zumindest macht es den Whisky schon nochmal ganz besonders. Und das einfach auch eine schöne runde Geschichte ist, auch für die, die es am Ende konsumieren. Genau, und das Schöne ist ja, da gibt es ja nicht richtig oder falsch, sondern jeder hat seine Geschichte und der eine sagt, ich mache so. Das ist vielleicht ganz anders, wie es der andere macht, aber das ist deswegen ja nicht verkehrt. Also da gibt es nur verschiedene Ansätze und das macht es spannend. Und ich glaube, das macht auch gerade so das Whisky-Land Deutschland, wie das gerade am Wachsen ist, aus, so ein bisschen, dass da viele verschiedene Wege gibt. Natürlich wird es am Schluss irgendwo mal wichtig sein zu sagen, ah, okay, so ist deutscher Whisky definiert. Keine Ahnung, woher kommt das Getreide oder wo muss produziert werden, wie muss gelagert werden, keine Ahnung, so gewisse Eckdaten, so ein Rahmen muss gegeben sein, aber wenn man sich in dem bewegt, dann ist alles in Ordnung. Ja. Wo wir bei dem Thema Innovationen gerade sind oder waren, was siehst du denn für Innovationen in den nächsten Jahren kommen? Also einerseits natürlich, was den Whisky angeht, auch vielleicht die Produktion oder Finishes, aber auch was das Konsumieren von Whisky angeht, ne? Also jetzt vielleicht ein stärkerer Trend hin auch zu hochwertigen Cocktails. Gibt es da andere Themen, wo du sagst, die könnten in den nächsten Jahren aufkommen oder da arbeitet ihr vielleicht dran? Also ich möchte das gar nicht mal auf uns bezogen sagen, aber ich glaube mittlerweile, man sieht, es wird insgesamt experimenteller. Auch die großen Firmen fangen mittlerweile, also wenn man es jetzt global sieht, mit Fassfinishes an. Und man sagt, ja, das war früher undenkbar, weil die Kleinen halt sich da viel traut haben, weil da war wenig zu verlieren. Da probieren wir es halt einfach einmal. Und mittlerweile glaube ich, dass viele wilde Finishings auf den Markt kommen werden, dass der
Trend dahin geht, dass der Konsument, der will immer was Neues, der will was Neues probieren, der will was Neues entdecken. Inwieweit dass das dann ohne das kippt, also die Qualität muss natürlich dahinter stimmen. Inwieweit dass das natürlich geht, weiß ich nicht, aber ich glaube, klassisch ist schon so, dass das weg, also es wird weiterhin bestehen sein, aber dass ein Sherry-Finish das absolut Standard ist, dass da vielleicht ganz andere Sachen gibt mit anderen Spirituosen, wo auch Fass gereift sind. Jetzt nicht nur Rum-Finish, sondern vielleicht auch mal Tequila-Fass-Finish. Keine Ahnung, was da alles so kommen wird. Und das macht ja auch das Destillateurwesen aus. Also auch selber, wenn man jeden Tag an dem Thema Whisky arbeitet, macht es ja auch Spaß, mal was Neues auszuprobieren. Zum Beispiel Bierfass-Finish, was ich mir vor 10 Jahren gar nicht vorstellen hätte können, dass Schliers mal sowas rausbringt. Mittlerweile ist es ein absolutes gesetztes Produkt bei uns. Also, ja. Ja, super spannend, ne? Schade eigentlich nur, dass man immer ein bisschen warten muss, bis man dann auch ein Resultat sieht, ne? Was aus dem Fass wieder rauskommt. Das ist Ja. leider so. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr deutlich geworden, auch nicht nur in diesem Beitrag, auch in vielen anderen Beiträgen, dass in Deutschland sehr, sehr viel ausprobiert wird, dass sehr, sehr viel Wissen da ist, auch aus anderen Bereichen, ne? Wie wir schon am Anfang gesagt haben, aus dem Obsthornbereich, aber auch jetzt über viele Jahre gesammeltes Wissen aus dem Whisky-Bereich und da eine große Bereitschaft ist, auch neue Dinge auszuprobieren und dass da schon eine sehr, sehr große Evolution auch beim deutschen Whisky Die stattgefunden hat. Professionalisierung würde ich es fast nennen. Also, Ja. wirklich das. Am Anfang war viel Try and Error dabei. Also, so jetzt probieren wir mal, schauen wir mal. Bei Schliers haben wir das relativ schnell dann gemacht, dass wir gesagt haben, das war schneller Ziel. Wir wollen eine komplett eigene Whisky-Brennerei betreiben, wo es 365 Tage im Jahr um Whisky dreht. Das war uns ganz wichtig. Obstbrand hat alles bei seiner Berechtigung, aber wir wollten das relativ schnell trennen. Und ich glaube, diese Professionalisierung findet gerade bei ganz, ganz vielen statt, eben dieses Know-how wirklich bis ins letzte Detail auszutüfteln, weil ich glaube, das ist auch Qualität für mich. Da müssen ganz viele Sachen passen, desto mehr Dinge das zusammenpassen, desto besser ist die Qualität. Und ich kann ja nicht nur sagen, weil das Wasser bei mir das Beste ist, deswegen habe ich den besten Whisky oder, sondern das ist dann Hunderte, Tausende von Punkten, die da zusammenpassen müssen. Ja. Total, das wäre jetzt auch die Anschlussfrage gewesen. Was muss denn jetzt global auf den Was war? deutschen Whisky gesehen eigentlich Ja. noch passieren? Wo muss der sich noch am stärksten verbessern, um, sag ich mal, die vielleicht 200, 300 Jahre Tradition, die andere Länder schon uns voraus haben, quasi aufholen zu können? Gibt es da irgendwas, wo du Ja. sagst, das ist noch wichtig, da außer Professionalisierung? Ja. Also die 200, 300 Jahre von der Qualität, glaube ich, sind wir da sehr, sehr stark dran. Klar muss sich da noch was rauskristallisieren, das entscheidet ja auch immer der Konsument am Schluss. Die 200, 300 Jahre im Endeffekt aufholen kann man sie ja nie ganz, die stehen dann immer fest. Aber ich glaube, desto professioneller das wird, desto mehr Know-how das da auch da ist. Und natürlich, das Ganze zu betreiben und bekannt zu machen, das passiert ja nicht über Nacht, sondern da steckt viel Arbeit dahinter, auch viel Geld dahinter, rauszugehen, Messen zu besuchen, Vertriebskanäle aufzutun, Marketingstrategien dahinter, das Ganze bekannt zu machen. Dann ist man auf dem deutschen Markt, dann geht es ins Ausland, was auch immer. Also, das ist ein langer, langer, langer Weg und mei, das ist halt einfach so. Und ich glaube, da sind wir aber mit einigen Firmen und deutscher Whisky ist da, glaube ich, relativ gut aufgestellt. Ja, sehr schön. Also am Ende ist es schon der Faktor Zeit, der einfach da reinspielt. Und ja, man muss es bekannter machen, größer machen, sich gleichzeitig auch noch weiter professionell aufstellen. Und dann werden wir nicht nur die tollen Produkte, die wir jetzt haben, in Zukunft haben, sondern vielleicht auch noch bessere, noch tollere, noch experimentellere Produkte sichern. Da bin ich mir sicher, dass der Weg dahin geht. Ja. Kommen wir doch vielleicht vom deutschen Whisky nochmal ein Stück weit zu euch zurück, zu Schlürs. Ihr als einer der Produzenten im deutschen Whisky, was würdest du denn sagen, macht euren Whisky in diesem Rahmen besonders aus? Und gerade auch nochmal bedacht auf die Themen Cocktail oder auch Food Pairing, die wir ja schon angesprochen hatten. Wo kann man denn eure Whiskys da besonders gut oder wie kann man eure Whiskys da besonders gut integrieren? Was sind so Empfehlungen, die du vielleicht geben würdest, auch mal wieder an den, der jetzt zu Hause zuschaut und vielleicht sich Inspiration holen möchte? Ja, wir sind am Anfang ganz klar eben gestartet mit einem sehr fruchtigen, weichen Whisky, weil wir gesagt haben, in der Zeit, wo wir gestartet sind, war deutscher Whisky wirklich sehr, sehr unbekannt.
Was, ihr macht Whisky, wie gibt es das überhaupt? Was habe ich noch nie gehört? Also, das waren wirklich so die ersten Fragen. Dadurch haben wir sich gleich entschieden, einen sehr zugänglichen Whisky zu machen, wo dann auch immer der Fokus drauf war, sehr regional von den Rohstoffen, das Ganze, was wir heute noch machen, das Ganze zu betreiben. Und dadurch eignet er sich wirklich für Easy Drinking Cocktails sehr, sehr, sehr gut, weil er nicht andere Zusatzstoffe, andere Rohstoffe wegdrängt. Natürlich ist das Portfolio gewachsen mit Finishings, mit einem rauchigen Whisky, wo auch immer. Und da kann ich jetzt wirklich sagen, da muss man sich rantesten an das Portfolio bei uns. Der 51 zum Beispiel ist einer meiner Lieblingswhiskys. Der hat 51%, ist ein relativ, ja, wuchtiger Whisky, aber nicht zu starker Whisky für 51%, wirklich nur im Rahmen von der Schärfe her, aber sehr, sehr breit im Mund, sehr gut aufgestellt. Der eignet sich für mich am besten für Cocktails. Aber wie wir eben ganz eingangs schon auch besprochen haben, auch ich habe mich mittlerweile auch überzeugen lassen, dass man mit einem rauchigen Whisky was machen kann im Cocktailbereich. Ich glaube, man muss sie rantesten. Cocktail ist auch viel ausprobieren im Mixologenbereich. Aber ich würde, wenn man bei uns was nimmt, eben den 51 empfehlen. Sehr schön. Ja, dann haben wir ja für eine gute Handlungsempfehlung für alle, die jetzt zugeschaut haben und gesagt oder sich sagen, da habe ich weiter Interesse dran, da möchte ich noch tiefer einsteigen. Dann schaut euch gerne mal den Whisky an. Ja, an der Stelle erstmal herzlichen Dank für das Interview, was wir jetzt noch führen konnten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet noch ein paar weitere Eindrücke rund um deutschen Whisky, auch rund um Cocktail und Barszene sammeln. Und die letzten Worte sollen natürlich dir gehören. Hans, möchtest du noch irgendwas sagen zu dem Thema, zu eurer Distillerie, zu dir selber? Ja, ich möchte schon was dazu sagen. Christoph, zuerst mal vielen, vielen Dank für die Einladung. Top, dass du das Buchprojekt hier betreust. Also machst, ich kriege das ja immer mit, was da für E-Mails kursieren. Und echt, freue mich, bin gespannt auf das Buch und ich glaube, das wird ein großer Erfolg. Ich hoffe auch. Ich freue mich sehr, wenn es ein großer Erfolg wird. Und ja, dir auch danke und allen Beteiligten danke, dass ihr dabei seid und dass wir das gemeinsam zusammen umsetzen können.